Was macht man, wenn man eine neue Version von irgendeinem Ding rausbringt, wie zum Beispiel Tasmanian Tiger, hier das Tech Pouch 6 und 7? Ja, man hängt einfach Punkt 1 dran. Das ist das Tasmanian Tiger Tech Pouch 6.1 und das ist das 7.1. Und wenn du wissen willst, welche Änderungen es gibt und wo die Vorteile von diesen Teilen liegen, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Die neuen Versionen, nämlich 6.1 und 7.1, und die schauen wir uns gleich einmal an bei den Neuerungen. Und das erste, was gleich einmal neu ist, ja, das ist die Hinterseite. Die Mollis-Streifen, die sind jetzt anders. Einerseits das Material, das ist so ein, ja, Kunststoff. Mich erinnert das an das Material von dem Hype-Belt. Ich gebe da oben beim i den Link, da habe ich einen Leistungstest gemacht. Da habe ich mich da hinten bei dem Baum aufgehängt damit. Also nicht da, sondern woanders. Und das ist sehr strapazierfähig, ist auch gut vernäht. Also das hält alles. Und du hast nicht mehr den Druckknopf zum Einklacken, wenn du die alten Systeme kennst, sondern das ist jetzt nur mehr zum Schieben mit diesem kleinen Teilchen hier. Gute Sache. Leichter dadurch und einfach anders. Ja? Macht die Sache nicht besser oder schlechter. Ich finde es einfach cool, finde ich wirklich cool. Und das andere ist, wenn wir nach vorne schauen, da ist es nicht mehr so militärisch mit den Streifen dazwischen, sondern es ist doch, speziell wenn du es in schwarz hast, ein bisschen ziviler. Ich nenne das jetzt mal so. Auf beiden Seiten, ja, ist aber trotzdem, sind da so kleine Streifen drauf genäht, schau mal. Das heißt, du kannst hier trotz alledem etwas da quer durchstecken oder hier noch einmal was anbringen, ist auch ganz nett. Klettpatch. Für die, die das mögen, vorne eine Tasche, wenn wir jetzt beim 6er sind, ich gehe dann nachher auch gleich zum 7er, aber da ist gar nicht mal so viel Unterschied. Eine Tasche bis ganz nach unten, alles schön vernäht, ich brauche bei TT glaube ich nicht sagen, dass das 1A Qualität ist. So, vorne eine Fronttasche und dann eben der Innenteil und schau mal her, da geht der Zip bis ganz runter, wirklich bis ganz runter, also nicht bis hierher, sondern bis ganz runter und das bedeutet, dass man das Ding auch komplett öffnen kann, einerseits, wenn es am Boden liegt oder am Rucksack drauf ist und der Rucksack am Boden liegt, kann man das System komplett öffnen. Dadurch ist aber hier jetzt keine so eine Staufläche mehr gegeben, nur mehr ganz gering. Ich meine, wenn du dir das anschaust, der Zip geht wirklich ganz weit auf. Ist einfach so, musst du einfach wissen, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, kommt darauf an, was man dafür, wofür man es verwenden will. Dafür hast du hier jetzt einerseits einmal hier diesen Flauschi für das modulare Klettsystem. Da gibt es das Mesh Pocket Set, zum Beispiel ein kleines Mesh Pocket, würden sich da jetzt zwei ausgehen, das geht sich gut aus, oder andere Ausrüstung. Aber hier seitlich sind so Flexi-Cords eingebracht, da oben sind zwei Schlaufen eingenäht, um was anzubringen. Mit einem Karabiner zum Beispiel und das gefällt mir extrem gut, das ist, sind hier diese Netztasche hier. Schau mal her, die machen wir auf und da können wir durchgreifen. Also du kannst das auch als Handschuh verwenden, ne? Als Handschuh. Nein, ernsthaft, ich habe einen Handschuh von meinem Papa geerbt zum Fischen, den hat er aus Großbritannien. Das waren wirklich nur so Teile, dass man da unten noch was tun kann, aber von außen den Schutz hat. Nein, aber das war natürlich jetzt der Blödsinn. Ja, für das, glaube ich, ist es nicht gedacht, aber du hast Zugriff von beiden Seiten zu dieser Netztasche und dann hier zwei große Flexi-Cords. Und das war es jetzt im Endeffekt. Das ist sonst nichts mehr, was mir irgendwo auffallen würde. Das ist es. Und wenn ich mir jetzt den 7er anschaue, der ist einfach jetzt in schwarz, gibt es in unterschiedlichsten Farben, gibt da unten den Link in meinem Shop, das ist alles billige Eigenwerbung natürlich, oder auf Amazon kauft dort, wenn du das lieber ist. Schau mal, der 7er ist einfach viel, viel größer, aber sonst haben wir jetzt nicht viel Unterschied. So, da eine Tasche, die auch komplett durchgeht. Hier angenäht wiederum diese kleinen Schlauffallen, die ich angesprochen habe. Hinten natürlich auch dieses neue System, das haben sie jetzt alle. Ja. Und wir machen komplett auf, ja, und klacken auf. So, und da haben wir jetzt wieder genau dasselbe. Nur halt ein bisschen breiter und ein bisschen länger. Ja, breiter, ist es wirklich breiter? Mein Gefühl sagt mir, dass es ein bisschen breiter ist, aber nein, ist es nicht. Hat nur so ausgeschaut. Nein, einfach länger. Und hier wiederum das nette System. Das heißt, du kaufst da jetzt, wenn du magst, einen 7er bei mir. Und an 6.1er und dann hast du zwei Handschuhe. Nein, das muss dir ganz einfach bewusst sein, dass das so gelöst ist bei diesem System hier. Ist es gut? Ich weiß es nicht. Ist es schlecht? Nein, sicherlich nicht. Du musst ganz einfach für dich entscheiden, ob das etwas ist, was in das Konzept und den Anwendungsgebiet, den du hast, einfach dazu reinpasst. Ich finde es sehr gelungen. Ich muss es noch testen, aber ich glaube, das wird alles gut passen. Ich glaube auch, dass dieses Molle-System
dass sie sich hier überlegt haben. Man kann da nämlich schön durchziehen. Ja. Würde dann auch hier hängen bleiben und muss man halt dann wieder zurück, sicher gut funktionieren wird. Also ich bin mir da sehr, sehr sicher. Den Tasmanian Tiger produziert für Profis, also nicht für so Leute wie mich, sondern die das wirklich, wo das Leben davon abhängt. Ja. Also Militär, Polizei, Spezialeinheiten in allen Bereichen. Und daher sind die Sachen ganz einfach cool gemacht, weil es die wirklichen wahren Profis brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es passen wird. Aber jetzt bist du dran. Was hältst du von diesem neuen System hier? Was hältst du von diesen zwei Taschen? Was ist da deine Meinung? Hast du vielleicht ein paar Fragen? Dann stell sie mir gerne als Kommentar. Da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Ja, mal ein Abo dalassen. Da geht es bei mir in den Shop. Ist alles billige Eigenwerbung wie immer. Aber andere Videos. Und unten gebe ich da auch noch einmal den Link zu mir, wenn du magst. Dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.